So, da sind wir wieder. Kurz Zeit gehabt zum Durchschnaufen. Nach diesem spektakulären Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln sind wir zurück mit dem nächsten Achtelfinale zwischen Arminia Bielefeld und Borussia Mönchengladbach. Bielefeld, ja, durchaus überrascht in der Vorrunde. Starke Leistung gebracht. Jetzt eben gegen Borussia Mönchengladbach. Da wird sich dann eben zeigen, ob diese guten Leistungen auch zu mehr reichen. Der Keeper jetzt mal gut rausgekommen, aber dann der Ballverlust und die Möglichkeit aus der eigenen Hälfte, allerdings über das Tor. Das ist eben immer wieder das Risiko, was die Mannschaften eingehen, wenn sie das Spiel mit einem mitspielenden Keeper aufbauen. Wenn der Ballverlust dann kommt, dann wird es eben brandgefährlich. Hier allerdings ein bisschen zu hoch gezielt. Kleine Unsicherheit da beim Gladbacher Keeper, bei Mertemitz. Kann den Ball dann nur nach vorne abklatschen lassen. Dadurch bleibt die Kugel bei den Arminen. Henry Ernst, Kapitän, versucht es ja über die Bande. Erstmal abgewehrt. Bielefeld kommt hier besser in die Partie. Vom ersten Eindruck. Aber der kann natürlich auch trügen. Insgesamt aber sehr umkämpfte Anfangsphase. Wenig spielerische Lösung. Temitz ist da mal draußen. Hat da ein bisschen Glück, dass er am Ball bleibt. Kein Foulspiel und deshalb die gute Umschaltmöglichkeit für die Bielefelder. 2 gegen 1. Quergelegt, Abschlussmöglichkeit. Temitz ist zur Stelle. Kann das Ganze hier erstmal klären. Für die Gladbacher. Glück gehabt. Für die Jungfohlen. Wieder Temitz unsicher. Möglichkeit. Riesenchance. Für Arminia. Furkan Yilmaz kann nicht mehr schnell genug reagieren. Und mein erster Eindruck, der bestätigt sich immer mehr. Arminia ist hier besser in der Partie. Nächster Abschluss. Am Kasten vorbei. Die Gladbacher, die warten ja immer noch
auf ihren ersten Turniersieg hier beim Freeway Cup. 8. Teilnahme in diesem Jahr. Auch noch kein Finaleinzug. Die Bielefelder hingegen ein bisschen erfolgreicher. 6 Siege bei 4 Finalteilnahmen. Das Ganze allerdings auch schon einige Zeit her. Die Siege datieren aus den Jahren 2000 und 2002, also in der Anfangsphase des Freeway Cups. Die letzten beiden Finalteilnahmen in den Jahren 2005 und 2006. Also schon 14 Jahre her, dass die Bielefelder hier ihr großes Spiel beim Freeway Cup hatten. Nutzen jetzt diese Spielunterbrechung zum Wechseln. Ball war da hinter der Bandenz ausgegangen. Kommt mal der lange Ball nach vorne. Tyler Wozni verliert den Ball in der Ecke, aber gegen zwei Leute. Aber Gladbach, die spielt es nicht gut nach vorne. Die spielen das nicht gut. Immer wieder schlampige Pässe, immer wieder Fehlpässe. Und dadurch kriegen sie einfach noch keine Spielkontrolle hier auf das Parkett. Immer wieder schnelle Ballverluste. Und das spielt den Bielefeldern natürlich in die Karten. Die ja eine Liga unter den Gladbachern beheimatet sind. Landesligist Arminia und Niederrheinligist Borussia Mönchengladbach. Und die führen jetzt 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Und so schnell kann es gehen. Mit der ersten Chance des Spiels für Borussia Mönchengladbach. Yannick Schrade, hier sehen wir es nochmal. Schön den Ball auf den linken Fuß gelegt. Und dann der Tunnel. Gegen den Bielefelder Keeper auf der anderen Seite. Große Chance für die Arminia, zum Ausgleich zu kommen. Nächste Möglichkeit. Mertemitz ist zur Stelle. Henry Ernst, der Kapitän, versucht es da mit der Direktabnahme. Und jetzt wieder Temitz zur Stelle. Kommt also besser ins Spiel. Nachdem er ja am Anfang der Begegnung ein, zwei Wackler drin hatte. Schon wieder Temitz. Und dann das Außennetz. Für die Arminia. Also es bleibt dabei. Trotz der Führung der Gladbacher Bielefeld hier. Die aktivere Mannschaft, langer Ball jetzt mal von Temitz, geht über den Kasten. Ah, das ist unnötig. Das müssen die Bielefelder hier jetzt nicht anfangen. Das bringt alles nichts mit diesen Distanzschützen des Keepers. Temitz wieder mit dem Fehlermöglichkeit. Lattentreffer für die Arminia. Also der Ausgleich wäre hier verdient. Keine Frage. Bielefeld spielt schnell den Freistoß. Und scheitern wieder an Temitz. Nächste Möglichkeit wieder abgeblockt. Der Keeper der Gladbacher wird hier also immer wieder zum X-Faktor der Partie. Hält stark, allerdings nicht immer sicher. Und auf der Gegenseite fast das 2:0. Wieder Yannick Schrade mit der Chance. Trifft aber nur die Latte.
Und jetzt ist es passiert. Yannick Schade nutzt die mangelhafte Chancenverwertung der Bielefelder zum 2:0. Hier sehen wir es nochmal. Ball nach vorne, direkter Abschluss von Schade. Und da klingelt's. Es. 2:0, die Bielefelder werden bestraft. Aber die Kölner, eben dem letzten Spiel, haben ja gezeigt, dass man hier den Kopf auf keinen Fall hängen lassen darf. Mertemitz. So gut er das macht. Mit seinem Spiel auf der Linie, mit seinen Paraden im Aufbauspiel. Doch immer wieder mit kleineren Fehlern. Bleibt allerdings noch unbestraft. Langer Ball jetzt vielleicht. Möglichkeit und wieder Temitz. Das ist ja unfassbar. 1000 Mal probiert. 1000 Mal ist nichts passiert. Arminia Bielefeld. Mit einer ganz schwachen Chancenverwertung. Die lassen hier Chance um Chance liegen. Scheitern immer wieder an Mertemitz. Das ist ja unfassbar. Und so wird es natürlich eng für die Mannschaft von Marcel Pascal Drobe. Wenn das hier noch was werden soll mit dem Viertelfinaleinzug. Nächster langer Ball der Gladbacher Schocks. Und das 3:0. Unfassbar. Leo Arndt. Kommt der lange Ball. Setzt sich Arndt gegen den Keeper durch. Hat da keine Probleme mehr. Nächster Abschluss. Und der Treffer zählt nicht. Der Treffer zählt nicht. Ball wohl vorher im Aus gewesen. Gibt Abstoß. Vielleicht haben wir da gleich nochmal eine Zeitlupe. Ja, danke an die Regie. Hier der Abschluss. Und dann der Ball vom Betreuer, vom Mannschaftsbetreuer der Gladbacher aufgehalten, der sich da schützt. Und deshalb richtige Entscheidung von David Jackson. Hier auf Abschluss zu entscheiden. Deshalb weiterhin 3:0. Quergelegt. Möglichkeit. Die Entscheidung. 4:0 Borussia Mönchengladbach. Mit der Nummer 6. Timo Piel. Schön gemacht. Mit ganz viel Übersicht quergelegt. Hat ein bisschen Glück, der Timo Piel, dass er da noch an den Ball kommt. Hier zum 4:0 trifft. Also die Bielefelder müssen sich hier eine knappe Minute vor Ende der Partie an die eigene Nase packen. Viele gute Möglichkeiten gehabt. Allerdings keine davon genutzt. Die Gladbacher auf der anderen Seite quasi mit jeder Chance erfolgreich gewesen. Schade eigentlich für die Arminia, die ja gestern auch schon ganz, ganz stark aufgetreten sind. Vielleicht kommen sie hier doch noch zum Ehrentreffer. Wieder Möglichkeit. Und wieder ist es Mertemitz. Richtig klasse Partie des Schlussmanns von Borussia Mönchengladbach. Immer wieder zur Stelle. Immer wieder
vereitelt er da Chance um Chance. Nochmal die Gladbacher. Wird allerdings in dieser Situation nichts. Und dann ist die Partie vorbei. Borussia Mönchengladbach besiegt Arminia Bielefeld mit 4:0. Wir sind gleich zurück mit dem letzten Achtelfinale des Tages. Und das ist kein geringeres als das